Wie kann ich eigentlich mein Leben auffüllen? Indem du was isst. Das habe ich dir, glaube ich, gestern schon mal erklärt. Indem ich was esse? Hm. Wird aber nicht voll. Ja, dein... Ah, doch, doch, jetzt. Du hast rechts deine Essensleistung, die muss voll sein. Meine Essensleiste ist voll, aber mein Leben noch nicht. Wir müssen unbedingt in den Nether, dass ich Leuchtsteine holen kann, so Glowstones. Oh, hier ist auch ein Höhleneingang. Habe ich keine Fackeln mehr. Und da ist auch ein Höhleneingang. Au! Ich habe auch Schafe gefunden. Ich habe jetzt 5 Stück habe ich, weiße Wolle. Ja, kann man nicht genug haben. Ja, jetzt haben wir genug. Wollen wir zurück? Ja. Ich habe da so ein Türmchen aus Dreck gebaut mit Fackeln oben rein. Steckt. Nein, ich war seit Wochen nicht mehr auf Toilette und das kam dann raus. Ach so, wie bei Dings South Park. Deine genau. Kacke auf, in der sein Sohn der ist oder so. Keine Ahnung, wie das war. Ja. Voll bescheuert, ey. Kann ich dir die Sachen... Legst du da in die Kiste, ich nehme sie mir. Ich mach's in die mittlere. Ja. Da, wo das andere auch drin ist. Lol, ich wollte es gerade greifen, es ist weggegangen. So, wie ging das Bett? Das Bett ging doch... Ja, genau. Ein Bett. Zwei Bett. Ein Bett, zwei Bett. So, wir haben noch Fleisch. Der hat wirklich das komplette Fleisch leer. So, wo möchtest du? Ah, hier, das sieht doch schön aus. Hier. Ja. Kann man sich halt, aber jetzt. Halt. Wie kann man denn da hin? Also, wie kann man jetzt schlafen? Es muss dunkel sein dafür. Okay. Warte mal, was steht da? Du kannst nur nachts und während eines Gewitters schlafen. Okay, dann wollen wir jetzt in die Richtung gehen? Oder wollen wir abwarten, bis es hier Dings ist? Ich würde erstmal abwarten. Okay, dann geh ich mal hoch und gucken, was da hier oben ist. Man weiß ja nie. Dann gehe ich erstmal nicht Richtung Schlucht. 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 Und hier ist Kohle. Schön Bettvorleger machen. Da können wir uns dann schön einkuscheln, die zwei. I. Das heißt hier I. Ich habe noch mehr Kohle und Eisen Dings gemacht, ne? In, wie heißt das? Ja, ich verarbeite es gerade. Genau. Dann wollte ich gerade sagen, kannst du dann theoretisch schon mal was Schönes draus machen. Eisen. Nee, Spitzhacken und so meinte ich eigentlich. Wir können uns hinlegen, übrigens, jetzt. Verdammt. Ja, war das hier Kohle? Nee. Ich muss nur ein bisschen umbauen gerade. Ups. So, ist das nicht schön hier, unsere schöne Schlafnische? Wunderschön. Legst du dich zu mir? Bei mir? Warum stecken immer noch Pfeile in mir? Du hast ein Pfeil in mir. So. Ich muss auch gucken, wo ich gerade bin. Kann ich eigentlich mein Essen hier reinmachen? Wird das dann gegrillt? Ja, aber gerade liegt Eisen drin. Wie fasziniert du dir im Ofen zuschaust. Nee, ich habe gerade meine Kopfhörer so ein bisschen seitlich abgezogen, um zu hören, ob er gerade bellt oder nicht. Ich habe irgendwas gehört, deswegen. Also ich war eigentlich nicht auf dem Ofen fixiert. Das sah so aus. Nee, war ich nicht.
Möchtest du dein Essen grillen? Wenn das geht, warte. Wenn ich dadurch satter werde, wird das schlecht? Ich auch glaube ja. Ich habe jetzt Hammelfleisch. Rohes Hammelfleisch. Kann man das auch zum Trocknen aufhängen? Wie bei Forrest. Warte, lass mich das Fleisch dann hier fertig machen und danach können wir da rüber gehen, oder? Jupp. Nimm dir auf jeden Fall ein bisschen Ration mit. Ja, ich habe 10 Stückchen Fleisch und die mache ich jetzt alle fertig. Und dann mache ich Nehme ich mit. noch eine Spitzhacke, vielleicht wäre cool als Ersatz. Ich habe noch ein paar Holz, aber du kannst ja nicht alles abbauen. Spitzhacke brauchst du? Ja, also ich habe jetzt eine, die du mir vorhin gemacht hast, aber noch eine wäre cool, weil wenn man dann, wenn nicht, dass die kaputt geht, wir wissen nicht, wann wir jetzt zurückkommen, ne? Könnte sein, dass wir länger brauchen. Hast du Fleisch bei dir? Schau einfach mal in die große Truhe, da habe ich was reingelegt. Nee, ich wollte, hier habe ich noch 5 Stück, dann hätte ich dir die gegeben. Was, Fleisch? Ich Ja. habe 4 Fleisch. Okay. Gleich sind sie fertig. Das Granit, okay. Was kann man denn damit Granit. machen? Mit Das Granit. weiß ich noch nicht. Granit. Mit Granit kann man sehr viel Granit machen. Wir Weiß können ich unser noch Haus ja aus nicht. Granitblöcken bauen. Das ist Könnten halt wir tun. hässlich. Das ist voll hässlich. Gibt's auch bestimmt auch Gold, oder? Kannst auch Goldblöcke machen. Wollen wir unser Haus nicht aus Gold bauen? Wir können auch ein Haus aus Diamant bauen, nur das wird sehr aufwendig sein. Ohne. Kann ich eigentlich das Ei essen? Ja. Oh, lo sorry. Oder auch nicht. Ach so, habe ich das Huhn vorhin noch abgeschmissen, aus Versehen. Aus Versehen. Hast du dir die Ersatzspitzhacken geholt? Oh, nein, habe ich nicht. Ersatzspitzhacken, wie viel waren es denn? Ich habe 2 gemacht. Kohle. Nehme ich beide mittlere Kohl. Kiste? Nee. Oh, der macht schon wieder Buff als der Wufti. Ja, hier unten ist Gold. Was denn? Warte mal, wo bin ich denn? Scheiße, ich bin irgendwo runtergefallen. Ich bin gleich. Ne, ich bin noch nicht tot. Ja, du stehst leicht rechts unter mir. Ja, ich bin aber unten, ne? Und hier sind Fledermäuse. Die machen nichts. Bist du Oh, runtergegangen? ich baue gerade. Ja, baue gerade Gold ab. Zumindest sieht es so aus wie Gold. Oh, da geht es tief runter. Ich bin runtergegangen, ja. Da gab es an der Seite einen anderen Weg. Genau da. Der Weg. Dieser Weg Wird kein wird ein Durchlass. steiniger sein. Ist ein felsiger. Dieser Weg voller Fledermäuse. Ah, Mist, wir hätten uns einen Eimer machen sollen. Wieso? Da hätten wir die Lava löschen können. Kann man doch auch so, oder? Einfach Dings. Bisschen, Ja, damit kannst du aber andere Rohstoffe herstellen. Mit Lava? Sag nicht, Lava du mit kannst Wasser Lava. löschen. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du willst Lava mitnehmen mit einem Eimer oder so. Ja, kannst du auch. Wie soll das gehen? Indem du den Eimer nimmst. Geht doch kaputt. Sei realistisch. Das geht kaputt. Deswegen spielt man Minecraft, weil das so realistisch ist. Genau. So. Au. Bin tiefer gefallen als gedacht. Vermische ich hier mal Lava und Wasser.
Und von erstehen Tonsteine. Was ist denn so besonders an denen? Na, wenn du es in einer anderen Richtung mischt, die das Wasser auf die Lava, glaube ich, schütteln lässt, dann erhältst du diesen Stein, mit dem du ein Portal erstellen kannst. Irgendwie so war das damals. Oh lol, hier ist so ein Eingang. Und hier ist irgendwie so ein Tunnel oder so. Hier ist eine Fledermaus. Kann ich die töten? Oh lol. Alter, was war das denn? Ich habe gerade ganz viel Zeugs eingesammelt, ne? Antriebsschienen, Eisenbarren, Kürbiskerne, eine Lore, okay. Goldener Apfel, eine Truhe. Ich möchte hier die Lava beseitigen gerne. Die stört mich so ein wenig. Okay, hier ist ein Minenschacht. Ja. Ich muss gleich wieder hoch oder ich erstelle einfach hier eine Truhe. So. Oh, da drüben ist ja noch mehr Lava. Kommt ja auch Lava runter. Oh Mann, ey. Ach Mann, Herr Müller. Oh, Herr Müller. Vielleicht muss ich doch nicht Kassiererin werden. Du bist hochbegabt. Das glaubt ihr auch so, noch. So, jetzt verdrängt das Wasser hier so ein bisschen die Lava. Machen wir schon durch. Ah. Spinnennetz. So. Die Spinnennetze kannst du abbauen, ne? Ja, brauchte ich gerade nicht. Genau, das. Hier geht's ein bisschen runter. Oder nur ein bisschen. Ich glaube, da läuft ein Viech dann lang. Ja, das sind richtige Fledermäuse. Ich mach mal einen Treppengang. Und diese Höhlen sind der Grund für die Geräusche, die du immer hörst. Huch, jetzt hab ich mich aber erschrocken. Das ist ein Minenschacht einfach nur, ne? Hm. Okay. Nimm dir die Fackeln mit. Was? Nimm dir die Fackeln mit. Ich hab 38 Stück. Okay, dann nehme ich mir die Fackeln mit. Aber die Kiste kannst du abbauen und mitnehmen. Ich habe auch die Lore mit abgebaut. Habe ich auch. Also aus Versehen, ich habe gerade irgendwo drauf gehauen. Dann hatte ich alles abgebaut. Schienen nehme ich mit für die Lore. Hä? Ah, hier. Hier hinten ist nichts. Ach, da ist auch nichts. Wo war ich vorhin? Okay, hier ist wieder Lava. Wir finden hier nie wieder zurück. So, hier ist ein bisschen Kohle. Ich habe den Fledermaus getötet. Was kriegst du dann? Fledermausfleisch oder was? Gar nichts. Einen aufs Maul kriege ich wahrscheinlich von der Fledermaus-Mama. Fledermaus-Mama. Die saugt dir dein Blut aus. Oh lol, hier hinten geht's weiter. Hier geht's auch weiter, hier gibt's was. Ne? Ich glaube, ich. Nee, okay. Ich dachte, ich wäre gerade verbuggt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Minecraft und Bugs, das gibt's doch gar nicht. Natürlich gibt's das. Nee, ich dachte wirklich, ich bin aber in ein Spinnennetz irgendwie getreten und konnte mich da nicht mehr bewegen. Okay, hier hinten ist wieder irgendwas. Hier hinten sind Zombies. Viel Spaß. Zumindest ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Stört so ein Minenschacht eigentlich ein? Weiß ich nicht. Ich höre nur Böre. Und hier ist schon wieder eine Kiste. Was ist drin? Sehr viel Gleis. Oh, verzauberter Apfelbrot, Redstone. Ach Mann, ich kann cool. Die Dinger nicht loslassen. Kann man nicht einfach draufklicken, dass das ins Inventar geschmissen wird?
Brot. Mein Inventar ist voll. Ich esse jetzt Brot. Jede Menge Redstone. Das nehme ich natürlich mit. Was ist das so? Soll ich dir was sagen? Was denn? Wir finden nie wieder zurück ohne Karte. Wir finden zurück, ich habe nur keinen Platz mehr. Also ich muss jetzt sowieso zurück. Ich sammle nur noch die letzte Kohle hier ein, die ich noch finde, die ich noch einsammeln kann. Ich bin gleich tot. Okay. Nein, und all mein Inventar, das tolle Zeug. Bist du tot? Ja. Warum? Weil mich eine Spinne getötet hat. Du sollst dich doch fernhalten von Spinnen. Ja, eigentlich dürfte die nicht angeschaltet sein. Ich hab's ausgemacht. Ja, auch voll komisch. Ich komme einfach nochmal runter und hol mir das Zeug wieder. Ja. Völlig ungerüstet. Ich habe nämlich keine Lust, alles zu verlieren hier. Mach das. Wenn ich nur wüsste, wo es lang geht. Na, guck einfach nach deinem Kackhaufen, den du da gebaut hast. Hä? Nein, ich bin am Bett gestartet. Oh ja, stimmt. So, ich bin schon unten und komme jetzt wieder in die Mine. Spinnnetz, hey. Ich hoffe, es ist noch alles da. Ich weiß nicht mal, wo du gestorben bist, ne? Das weiß ich auch noch nicht mal. Oh, ich muss hochkommen. Ich weiß nicht, Bodings. Ich habe keinen Platz mehr. Ich weiß nicht. Und ich kämpfe mich durch den Schacht. Keine Ahnung, was du mit mir machst. Ach, guten Tag. Ja, ich muss gucken, wo ich gerade... Wir gehen doch hier oben raus, ne? War das? Ja, das sieht schon mal richtig aus, wo ich hier bin. Tim, wo sind wir hier reingekommen? Nein, hier bin ich nicht rein. Bin ich auch nicht lang. Hier bin ich lang. Ich gehe jetzt erstmal gleich mit meinem Hab und Gut zurück. Ja. Wenn ich es eingesammelt habe wieder. Ich gucke mal. Ja, hier liegt noch alles. Hier liegt noch alles. Hier liegt noch alles. Ja, ich bin richtig. Muss den Weg noch mal zurückfinden, ne. Oha. Möchte aber die Schienen haben. Ich habe auch noch ein paar. Was willst du denn machen? Schienen bauen. Maschinen. Haha. Nein. Ich kämpfe gerade gegen eine Spinne. Und diesmal habe ich gewonnen. Nicht die Spinne. Ich habe gerade eine Runde gedreht und bin wieder da, wo ich gerade. Mann, ich laufe im Kreis. Ah, hier ist ein Spawnpunkt von den Spinnen. Okay. Ich komme immer tiefer in die Höhle. Ich weiß nicht, wie ich wieder hochkomme. Manchmal bin ich wirklich zu blöd für dieses Spiel, ne? Alter, geht doch weg, ey, ihr Viecher. Oh, Alter. Ich hole jetzt einfach nochmal mein Zeug und bin dann... Und geht dann zurück, weil das nervt. Geh doch einfach in eine andere Richtung von der Höhle. Ja. Da ist aber so gutes Zeug. Es gibt überall gutes Zeug unten. Ja. Geh einfach in eine andere Richtung. Es ist aber so schwer in diesem Spiel.
Nein zu sagen. Golderz habe ich. Etwas, ja.